so, da startet unser nächster Tag. Und wir haben einen Post bekommen, einen Brief haben wir bekommen. Advertisement: If you find cool stuff, but my backpack is full, does this sound like you? Well, Pierre's not. Now Pierre's got you covered. Stop by Pierre's General Store today and check out the affordable size 24 backpack. See you soon. Ja, und damit willkommen im zweiten Tag von Stardew Valley. Und einen zweiten Brief haben wir auch noch. Hello there, just got back from the fishing trip. You should come down to the beach sometime. I've got something for you, Willy. Also, wir sind wieder hier auf unserer Farm. Hier wollen wir unsere Zukunft aufbauen. Ah, das lassen wir mal stehen. Wir müssen als allererstes gieße ich immer am Morgen, damit das erledigt ist, die Arbeit. Später gibt es mal Konzepte, wo man sich die Arbeit erleichtern kann, indem die Gießkanne aufgewertet wird oder indem man Sprenkleranlagen macht. Das ist dann komfortabel, aber soweit sind wir noch lange nicht. Wir müssen noch ganz normale Handarbeit anlegen. Hoppala. Jawohl, dann haben wir alles gegossen. Dann machen wir doch weiter mit unserer Tour. Wir haben die Quest bekommen, dass wir uns überall vorstellen sollen. Uns fehlen noch ein paar Leute. Also wir haben jetzt 19 von 28. Und ich würde sagen, wir gehen über den Süden raus, weil wir noch den Zauberer besuchen müssen. Hier haben wir eine Höhle. Da wird später noch was reinkommen. No. Das wilde Gras lassen wir mal stehen, das wird später noch interessant werden. Hier haben wir auch einen kleinen Teich. Und dann gehen wir mal in den Süden raus. Da wollten wir noch reinschauen, haben die schon offen? Um 9 Uhr machen sie auf, dann schauen wir mal, ob wir hier noch was finden, dann gehen wir beim Zurückgehen rein. Da wäre auch noch eine Blume. Da hüpft ein Frosch weg. So, dann... Ja, ansonsten, hier muss man erstmal alles freiräumen, danach ist es hier dann wirklich schön aufgeräumt, und wenn es wir nicht machen, wer macht es denn dann? Und vor allem, wir haben auch den Vorteil, dass wir Ressourcen sammeln. Wir wollen ja auch mehr Zeug haben und auch schnell zu Haus-Upgrades kommen oder so. Und da müssen wir natürlich einiges zusammensammeln. Also, für den Frühling kann ich euch schon mal einen Tipp geben, wo man wirklich gut Geld sammeln kann. Das ist nämlich hier unten. Da kommt man zu... ich glaube, es sind Frühlingszwiebeln oder so. Die sind jeden Tag, sind hier ein paar da. Oh, diesmal ist die Ausbeute wenig. Aber Frühlingszwiebeln sind echt gut. Da ist zugesperrt, vielleicht kommen wir da später irgendwann mal rein. Auf jeden Fall hier in diesen Feldern, wo ich gerade drüber gelaufen bin, da ist immer wieder mal ein Feld voll Frühlingszwiebeln, die hier wild wachsen sind. Da kann man echt, ah, hier zum Beispiel, ja, kann man echt ein bisschen Kohle schon vorab sammeln. Das Schöne ist auch, bei Harvest Moon hatte man früher das Problem, dass man versehentlich was wegschmeißen konnte, und das passiert hier einfach nicht. Also man kann es versehentlich essen oder so, aber man kann es nicht versehentlich wegschmeißen. Das ist schon echt gut. Hier ist ein kaputtes Haus. Es scheint verlassen zu sein. Schauen wir mal, ob wir hier... Hier liegt doch der ganze Müll rum. Schauen wir nochmal zum... dem Magier, ob der uns heute empfangen will. Räumen wir hier mal ein bisschen auf. Genau, hier haben wir Wildsamen bekommen. Hm. Jetzt haben wir das Problem, dass wir es eigentlich nicht aufnehmen können. Schade.
Also der größere Rucksack, der ist auf jeden Fall sehr wichtig jetzt am Anfang. Schauen wir mal, ob wir heute rein dürfen. Immer noch verschlossen. Oh, so ein Schuft. Dann gehen wir Leute kennenlernen. In der Stadt. Oh. Das war jetzt nur eine Animation, oder? Bei unten links hat er gezählt, dass ich mir eingesammelt hätte. Schauen wir hier schnell rein. Hier gibt es aber keine Leute. Nee, sind alle in der Stadt. Alle ausgeflogen. Dann will ich jetzt noch schnell die Sachen in die Kiste reinwerfen und gehe über den anderen Weg in die Stadt, weil ich schon weiß, was mich am Strand erwartet. Und da will ich freie Taschen haben. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Und jetzt haben wir auch 50 Holz, das heißt, wir können uns auch eine Kiste machen. Genau, jetzt haben wir es rumgeschmissen quasi. Jetzt müssen wir das so platzieren. Machen wir einfach mal hier hin. Dann tun wir einfach schon mal ein paar Sachen rein, so wie die Kohle und das Zeug. Das brauchen wir später auch noch. Jetzt haben wir schon wirklich ein bisschen mehr Platz. Und auf geht's in die Stadt. Man kann irgendwie, also mir wäre noch nicht aufgefallen, dass man irgendwie laufen kann oder sowas. Vielleicht kommt immer später was dazu. Theoretisch geht es ja schon schnell, also der Charakter, aber man weiß ja nie so. Hier werden ab und zu Quests ausgehangen. Oh. Da scheint wohl ein Kurs zu sein. Breathe in, breathe out. Sind da welche dabei, die wir noch nicht kennen? Ansonsten glaube ich, kennen wir alle. Okay. Also diesen Rucksack wollen wir haben. Dann bauen wir jetzt einfach noch ein bisschen. Sollen wir gleich noch was dazu kaufen? Wir sparen jetzt einfach mal ein bisschen. Jetzt kommt dann eh das erste Geld rein und wir sammeln ja immer fleißig ein. Jetzt schauen wir mal, ob Pam da ist. Bei der müssen wir uns auch noch vorstellen. Wer ist das? Oh, that's right. I hear some new was moving into the old town. Onto the old town. Also die Seitenverhältnisse sind ja nicht so ganz präzise. Da war jetzt niemand drin. Schade. Kennen wir den schon? Hey, I'm Sam. Good to meet you. Da sind nochmal Leute drüben. Den kennen wir schon. Chess, hi. Und da ist wieder Penny. Und dann gehen wir zum Strand. Aber es ist ein reines Abgesuche, bis man sich da mal auskennt hier in der Stadt. Ah, hier ist einer. Elliot. Ah, the new farmer we've all been expecting and whose arrival has sparked many a conversation. I'm Elliot, I live in the little cabin by the beach. It's a pleasure to meet you. Das ist wohl der Schönling im Spiel. Und da ist Willy. Ahoy there, miss. Here there was a newcomer in town. Good to finally irgendwas subtitionally geklickt. Ah, I'm still trying to unwind from a month out on the salty sea. It was a big hole. I sold a lot of good fish. Finally saved enough to buy me a new rod. Here I want you to have my old fishing rod. It's important to me that the art of fishing stays alive and hey, maybe you will buy something from the shop once in a while. Und schon habe ich eine Angel bekommen. Cool. You received a bamboo pole.
There's good water here in the valley, all kinds of fish. Oh yeah, my shop's back open now, so come by if you need supplies. I'll also buy anything you catch. It sells, okay. Wenn es riecht, dann verkauft es sich. Hey, hey. Hehe, okay, good. That's what my old puppy used to say away. Und weiter geht's. Jetzt können wir zusätzliche Einnahmen machen mit Angeln. Angeln ist echt tricky, weil es eine schwierige Spielmechanik hat. Also seht ihr es gleich. Also Auswerfen ist noch nicht so spektakulär, aber sobald es dann Fisch anbeißt. Dann muss man warten. Dann geht es hier zum Balken. Und das heißt, wir müssen so lange immer wieder drücken und in dem Bereich drin bleiben. Und das ist am Anfang gar nicht so leicht, bis man es kapiert hat. Aber es ist eine gute Mechanik, es zu kapieren. Also, oder beziehungsweise es ist eine gute Möglichkeit zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Hier kann man eine Suppe kaufen. Und nochmal die Angel. Es ist nicht so langweilig, sagen wir mal. Also bei Harvest Moon, da war es ja früher so, da musste man einfach nur angeln und das Zeug reinwerfen. Also die Angel reinwerfen, abwarten und dann konnte man sie wieder rausziehen und der Fisch war da. Also mit 300 Stück Holz können wir das reparieren. Dann können wir da drüben noch ein paar Sachen sammeln. Genau, das war das Praktische dabei. Und hier schaut was raus. Wir haben Clay. Und dann war der Fisch relativ schnell geangelt. Also einfach nur Angel rein, wieder raus und gut ist. Und da muss man wirklich, hat man halt entweder einen Erfolg, wenn man es gut macht, oder man kann es natürlich auch verlieren, die ganzen Sachen. Und den Fisch vom Haken verlieren. Also wie viel haben wir jetzt, mit wie vielen Leuten haben wir jetzt gesprochen? Jetzt müssten wir fast alle durchhaben, oder? 25 von 28. Also es fehlt noch Pam, die habe ich sicher im Kopf. Ach, hier ist Pam. Hey Kid, the name's Pam. Wer fehlt denn noch? Also der Wizard fehlt noch. Und sonst gute Frage. Schauen wir mal, ob wir hier können wir es sehen, ja. Also es ist so, es gibt Leute, bei denen steht Single dort und die kann man heiraten. Das heißt, wenn man alle Herzen voll kriegt und sie reich beschenkt. Aber nur die Single sind, und das Spiel ist glücklicherweise so modern, dass man wirklich jedes Geschlecht heiraten kann. Jetzt mal schauen, wo noch keine Kiste dran ist, oder? Ja, also hier wäre es das. Ach, und der fehlt auch noch. Das ist doch der Schmied, oder? Und sie ist. Wo muss ich denn sie nochmal dazu tun? Der Magier ist gar nicht drauf, doch der Magier ist auch drauf. Jetzt gehen wir mal zum Schmied, weil der müsste ja dann sein Haus bald verlassen, oder? Und das blonde Mädchen oder Frau. Wo werden wir die finden? Also es ist auch so, dass die ganzen Dorfbewohner haben auch eine unterschiedliche Mechanik. Also das heißt, sie gehen selbstständig, also haben immer zu bestimmten Zeiten bestimmte Aktivitäten, abhängig, ob es gerade regnet oder nicht regnet, welche Jahreszeit es ist, welche besonderen Tage es ist. Oh, you are the new farmer girl or whatever, aren't you? Die Harley. I'm Harley. Okay, dann haben wir jetzt nur noch den Schmied. Ich denke mal, der wird einen trinken gehen jetzt dann, oder? Nach seiner Gitarrenarbeit. Und den Wizard. Das könnte der Schmied sein. Nehmen. Shane.
Schmied waren wir vorhin zu spät dran. Dann müssen wir wohl wieder zurückgehen, es hilft nichts. Oder wir gehen schnell in die Mine, dass ihr das auch noch schnell gesehen habt. Hier können wir noch eine Pflanze einsammeln, sehr schön. Das ist immer noch geschlossen. Da wird irgendwann mal in den nächsten Tagen ein Event kommen, denke ich. Hier haben wir noch mal eine Blume. Ein bisschen Kohle noch machen. Und da oben gibt es nämlich so eine schöne Mine, in der man ganz... Ist noch geschlossen. Da müssen wir wohl noch ein paar Tage warten. Da oben wohnt Linus. Hallo Linus. Nee, wir wollen dich nicht ärgern. Der ist ein bisschen paranoid, habe ich das Gefühl. Aber es muss, also ich bin mal gespannt, ob man da was mit der Geschichte noch erfährt, weil er wohnt ja schließlich im Zelt und sieht ein bisschen verwahrlost aus. Das hört sich nicht nach einer sehr glücklichen Geschichte an. Oh, hier ist auch noch was. Skelethand. Um Gottes Willen. Ich habe ein Artefakt gefunden. Ich sollte es zum Museum dann bringen. Cool, dann wissen wir zumindest schon mal, was wir morgen machen werden. Dann klopfen wir hier noch ein bisschen Steine. Ich kann ja gar nichts aufnehmen. Schlecht. Müssen wir noch die Sachen reinwerfen in die Kiste. Zack, zack, zack. Keine Ressource wird verschwendet. Ein bisschen Energie habe ich ja auch noch. Das heißt, man kann schon noch was machen. Zack, zack. Vorwiegend Holz brauche ich. Jetzt sehe ich schon fast nichts mehr. Jetzt gehe ich rein. Das ist echt schwierig. Da müssen wir viel mehr Fackeln aufstellen. Dann packen wir hier rein. Zack, zack, zack. Das wieder dazu und den Rest kann ich brauchen. Dann schauen wir mal, haben wir irgendwas noch dazugelernt? Nee. Es gibt noch lauter Orte, die man später mal erkunden kann. Also wir müssen auf jeden Fall mit Schmied reden und mit dem Wizard, also mit dem Magier. Da haben wir auch schon die Quest bekommen. Es wäre schön, wenn es eine Taste geben würde, wo man einfach zurückklicken kann. Also hier zum Beispiel, wenn ich hier mit der Maus drauf gehe und ich wähle etwas aus, dann muss ich hier oben zurückdrücken. Das ist nicht immer sehr leicht mit dem Joystick. Na gut, dann würde ich sagen, das ist ein Ende. Wir haben ein Level Up bekommen für Einsammeln. Ja, die Axt wurde um eins verbessert. Bäume werden jetzt manchmal Drops, also Samen abwerfen, dass man es selber einpflanzen kann. Wir haben ein neues Crafting-Rezept Wild Seeds und wir haben ein neues Rezept Field Snack bekommen. Also wir können uns einen kleinen Snack machen. Und das war's mit dem zweiten Tag. Sage ich zu euch vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video bewertet und wenn ihr Kommentare hinterlässt. Gefällt euch das Format soweit? Habt ihr Tipps und Tricks, die ich anwenden kann? Jetzt am Anfang ist es noch ein bisschen langweilig, da passiert noch nicht so viel. Aber ich denke mal, da werden wir noch eine glorreiche Zukunft auf unserer Farm haben. Dann wünsche ich euch viel Spaß und danke fürs Zuschauen.